Das ist so frustrierend hier gerade, ganz ehrlich, ich könnte hier reinkotzen. Zum Kotzen gerade. Ja, so ist das manchmal. Jo Leute, ich bin wieder on Tour. Also, gerade stehe ich im Stau, leider. Aber ändert nichts an der Tatsache, dass es für mich nach Frankreich geht. Ich bin jetzt nicht mehr weit weg von der luxemburgischen Grenze und ich fahre an einen nordfranzösischen Flachlandsee, und zwar zu Andreas Hetzmannseder. Der ist nämlich jetzt schon seit, ich glaube, 3 Tagen in Frankreich unterwegs, hat auch schon einen richtig geilen Schuppi gefangen. So ein Teil, das mich 100% motiviert hat. Ein Fisch mit 22 Kilo und so, ja, auf einer Seite fehlte ein Auge, einfach so ein mega geiler, uriger Fisch. Genauso ein Teil, für das man noch nach Frankreich fährt. Ja, und wir sind verabredet. Er hat einen sehr, sehr coolen Spot bezogen und ich werde mich dazu gesellen. Auch mal so für 2-3 Tage und dann mal weiter gucken. Rein theoretisch habe ich bis zum Wochenende, also bis Ende des Wochenendes Zeit, und heute ist Dienstag. Genau, ja, was sagt die Uhr? Keine Ahnung, 10:45. Ich stehe viel zu lange schon wieder. Ich hoffe, das löst sich hier gleich mal auf. Ich denke mal so, wenn es einigermaßen weitergeht, werde ich es wohl bis 15 Uhr schaffen. Perfekt für Kaffee und Kuchen. Kaffee hat Andi mit Sicherheit da. Mit Kuchen werde ich ihn noch überraschen. Den muss ich noch irgendwo unterwegs einkaufen. Alles klar, und jetzt drück mal die Daumen, dass sich das hier mal wieder bewegt. Das geht gar nicht. Ich hasse nichts mehr als Stau, ey. Kuchen, Junge, wo ist Kaffee? Ja? Ja? Gleich fertig. Ja, alles gut bei dir? Ich war erst 2 Nächte im Schlamm oben. Ja. Bibi im Schlamm übersetzt mit so einem 2,10 Meter Boot. War eine wilde Aktion. Aber war lustig und war erfolgreich. Ich wollte gerade sagen, hat sich gelohnt. Der Schuppi, ja, ist ja sowas von absolut der Wahnsinn gewesen. Ich bin da tatsächlich nachts angekommen und ich kenne den Bereich so, ja, ich war da vor 2 Jahren ungefähr mal. Ich kenne den Bereich so ein bisschen und habe dann nachts 4 Routen gezogen. Dann irgendwie kurz vor Mitternacht auf die Liege gehauen, noch was gegessen und denke so, boah, alle 4 Routen liegen, Hammer. Ja, war gerade beim Essen, so läuft die erste Route raus. Und du rechnest eigentlich damit, ja, du holst da jetzt so einen 20-Pfünder ab oder irgendwas. Fährst du da raus so und kommt der Fisch das erste Mal hoch. Und ich denke so, Alter, das gibt's doch gar nicht, voll das Brett, Alter. Das ist richtig der Hammer. Hab den Fisch abgekeschert und ich wusste, dass mein Bruder angeln ist. Hab den direkt angerufen per FaceTime. Ich sag so, guck mal den Kescher rein, Alter, der ist fett, oder? Ich sag, ja, der ist fett. So. Voll geil so. Ja, und war ein 45er. Ja, mega geil, ey. Richtig, richtig geil. Perfekter Fisch. Echter heftig. Traumfisch. Nice. Zum Geburtstag noch dazu, weißt du? Richtig, richtig gut, ey. Herzlichen Glückwunsch nachträglich nochmal. Danke dir. Obwohl, ich hab dir gratuliert. Du hast ja. Ich hab ja gesungen sogar. Jo, also wir dümpeln hier gerade auf dem Wasser rum. Ich habe schon wieder keine Schwimmweste an. Immer das Gleiche, mit der Warthose ohne Schwimmweste, nur weil es sich nach Sommer anfühlt. Wenn ich sterbe, bin ich selber schuld. Möchte ich nachmachen. Andreas hat auch keine an, guck das Schwein. Dann ist Kemo, das sieht man hier nicht. Ja, ja, guck mal, der arbeitet offiziell, ich sag jetzt nichts. Auf jeden Fall, Andi steckt jetzt hier seinen Platz ab, damit ich ihn noch ja nicht in die Quere... Da war gerade ein Fisch oben. Wie geil ist das denn bitte? Ich gucke an Andi vorbei und es buckelt ein Karpfen. Ja, also er legt jetzt hier einen Marker runter. Das ist sozusagen der Wasserkörper, an dem er seine Routen verteilt hat, in unterschiedlichen Distanzen. Und dann habe ich eine ganz gute Orientierung und kann mir hier in dem Freiwasserkörper, kann ich mich richtig austoben. Hier gibt es nämlich noch Wasserfläche ohne Ende zum Angeln. Guck, da steht der Marker. Da ist der Andi da vorne. Und jetzt checke ich mal aus, was ich hier noch machen kann. Jo, und? Ich glaube, ich krieg ihn vom Ufer, ey. Ja, locker. Das ist ja mal richtig entspannt.
War krass, ey. Ich habe den ganzen Tag gewartet auf den Biss. Jetzt läuft eine Route ab, die ja, mit ganz wenig Boilies ja, an dieser Barrage irgendwie liegt, mitten in den Stein. Geil. Guck mal, meine Schnur. Hier ist so viel Blaualge und Kacke drin. Sieht aus, als würde die vergammeln. Vergammelt doch, guck mal, voll algig. Ah, jo, also irgendwie Anni drillt. Der Tag ist schon wieder vorbeigerannt wie verrückt, ne? Wahnsinn. Also ich habe jetzt auch alle meine Routen im Rennen. Wir haben das ganze Areal hier perfekt abgefächert. Anni hat zwei Routen auf recht viel Futter liegen. Ich habe jetzt alle Routen als Fallen gestellt und tatsächlich ist Annis Route, die als Falle lag, die lag als Falle, ne? Ja. Da war kein Futter bei, ne? Ja, die ist auf jeden Fall abgelaufen gerade. Richtig schöner Dauerton. Ist allerdings auch die kürzeste Route, ne? Bin mal gespannt, was da rauskommt. Auf jeden Fall lässt sie sich ganz gut vom Ufer führen, was ja schon mal sehr nice ist, weil mir schmerzen die Arme vom Paddel. Nicht nur dir, Alter. Petri! Danke sehr. Das ist ein Start, ey. So, da ist er. Der erste Fisch. Also nicht der erste Fisch, aber der erste Fisch am neuen Spot. Kam nicht auf Futter. Ich habe so ein bisschen Futter gelegt gestern. Auch nicht krass viel, aber ich will mal sagen, so 5-6 Kilo auf zwei Plätze. Eine Route als Joker-Route in die Steine an der Barrage gelegt. Das ist natürlich die erste, die abläuft. Der Start ist gemacht, würde ich sagen, aber wir dürfen schon noch ein bisschen größer werden. Fett! That's the plan! Guten Morgen. Ja, der Morgen könnte besser sein. Also er ist herrlich, er ist wunderschön, ohne Frage. Ich habe auch direkt schon einen Kaffee auf die Hand bekommen vom Andi, aber wir sind schon wieder viel zu lange wach. Weil wir dürfen nun tagsüber angeln und wir haben die Routen heute Morgen legen müssen, in aller Herrgottsfrühe. Und wir haben den Bogen auch ein bisschen überspannt. Also wir haben gestern ein bisschen zu lange geangelt, denke ich, und heute ein bisschen zu früh angefangen, weil wir Bock hatten. Gestern nach Andis Fisch ja, haben wir uns dann irgendwann mit den Routen zu schaffen gemacht und ich habe tatsächlich auch noch einen drauf bekommen. War jetzt auch so ein, ich sag mal, ein Schuppi in der Kategorie wie der von Andi, denke ich. Kein wirklich großer Fisch. Aber ich habe dem sehr, sehr viel Druck machen müssen. Ich habe den auch vom Ufer gedrillt, habe dem sehr, sehr viel Druck machen müssen, als er dann vorne war und zwischen den Routen rumgeeiert ist und die anderen Schnüre einsammeln wollte. Und er ist an mir ausgestiegen. Naja, so viel dazu. Ja, und jetzt haben wir einen wirklich geilen Morgen, wenn man sich das hier mal so anguckt. Aber es passiert halt gar nichts. Es passiert halt absolut gar nichts. Und das ist krass. Ich meine, das ist ein Gewässer, wo du wirklich, wenn du am Fisch bist, Runs bekommst. Und ja, wir bekommen keine bisher. Das ist krass. Naja, mal gucken. Also wir bleiben jetzt erstmal dran. Bisher ist das Wetter ganz okay. Es ist bedeckt. Es gab auch Regen heute Nacht zweimal. Ein bedeckter Himmel und Wind sind eigentlich genau das, was du hier brauchst. Wind ist keiner. Und ja, es soll nachher auch aufreißen und da kommt die Gleissonne raus. Darauf hoffen wir natürlich nicht. Aber ja, wir bleiben jetzt erstmal dran. So schnell geben wir uns hier nicht geschlagen. Außerdem schmeckt der Kaffee dafür zu gut. Ja, kommt Leute raus hier. Wow. So ist es. Ich glaube, ich habe gerade einen Fisch verspielt. Da war so ein Stein irgendwie auf Mitte des Weges, Hälfte des Weges. Und ich glaube, da war ein Fisch dran. Gut. Shit happens. Aber die Route muss wieder raus. Ja, du wolltest die Route kontrollieren und dann hing sie in einem Stein. Genau. Ganzes Stück, da, also vor dem Spot, wo du die abgelegt hast. Ja, ja. Da kommt natürlich auch kein Biss mehr durch. Das ist klar. Ganz egal, ob man dann eine Jörgflecht angelt oder whatever. Da kommt nichts mehr durch. Ja. Aber es ist natürlich bitter, gerade wenn du ein bisschen kämpfen musst und dann einen zu verspielen, ist halt kacke. Das ist einfach kacke.
Jo, Andi war hier richtig am Hasseln heute Morgen. Die Routen, eine hing irgendwie am Stein, was er da erzählt hat, auf jeden Fall, womöglich war was dran, wir wissen es natürlich nicht. Und hat die neu gemacht und jetzt hat ihm tatsächlich ein Spinnangler die eine Schnur einfach gekappt. Er hat die Schnur gefangen, hat sie einfach durchgeschnitten. Völlig behindert, ey. Ja, und dann lag nur noch eine, also auf dem Platz. Aber die ist gerade abgelaufen, der drillt. Naja, gut, abgelaufen ist viel gesagt. Es gab vier Klicks und einen Pieper, aber es ist ein Fisch dran. Mal gucken, was für einer. Da hinten ist der Spinnangler-Arsch. Ungeile Aktion, muss ich schon sagen. Jetzt liegt da halt ein fangfähiges Rig, ne? Wie kann man so blöd sein? Aber egal, da suchen wir später das Rig. Get in! Jawoll! Yeah, man! Junge, ey, was ein Vormittag, Mann. Ja, unglaublich. Das ist jetzt kein Riese, aber der hat sich echt gut angefühlt. Ja, schön ist hier. Ein 30er ist es auch. Guck. Ja, ja. Und die Schlange. So, und da ist er. Der Preis aus dem Drill. Heute ist aber echt so ein Katastrophenvormittag, muss ich sagen. Ich habe erst wahrscheinlich einen Fisch verloren. Dann hat mir ein Spinnangler die Schnur gekappt, kurz nachdem ich abgelegt habe. Einfach hochgeholt, abgeschnitten und weitergefahren. Dann läuft eine Route ab. Dran hing dieser Fisch. Das ist auf jeden Fall ein Anfang, aber tatsächlich noch nicht das, was wir uns vorstellen hier unter dieser Angelei. Aber gut, wir werden dranbleiben, wir werden die Routen wieder neu fahren, alles tippitoppi machen. Ja, und dann ist alles drin. Wir sind gespannt, ob da tatsächlich noch was passiert oder ob wir einfach morgen frustriert abhauen. Aber jetzt gehen wir erstmal Vollgas. Jo! Hätte ich gar nicht gedacht, dass der das kann. Der Meister Hetzmanns, der war gerade einkaufen. Und guck mal hier, was passiert ist. Ich hab was für dich. Ah, herrlich. Schön, ne? Weißt du, wie das passiert ist? War da Fisch dran? Nein. Nee. Da war kein Fisch dran. War das die abgeschnitten? Ich gehe davon aus, dass die abgeschnitten nee, war. Nee. Das ist die mit Longchuck, das ist nicht die abgeschnittene. Gut, dann war kein Fisch dran. Also ein bis weniger auf der Uhr. Boah, Alter, wie wir ausbrennen. Die war vom Wind, also die Schnur war irgendwie hochgekommen, war vom Wind über meine Weiterroute. Die lag also wirklich ganz weit da drüber. Ich habe die irgendwann einfach gegriffen und dann gedacht, oh, hoffentlich noch Fisch dran. Habe sie komplett einholen können auf beiden Seiten. Okay, das ist gut. Das war heißt, nichts dran, den Pop-Up hatte ich abgezogen. Ja, ja. Ansonsten war die fit. Ja. Egal, ja. Hast du ein Bier dabei? Ja, habe ich. Gut, gib eins. Das brauche ich jetzt. Guck an. Oh. Ah, hier gibt es lecker Baguette, Krevetten und so ein bisschen Fingerfood. Verdammt. Fingerfood. Na ja, komm, wir trinken jetzt ein Bier. Flutsch. Wo sind wir hier? Bei New Kids? Cheers. Cheers. Ja, jetzt können wir uns beim Trinken zugucken. Ja, krasses Abgeblänke hier. Ich meine, wenn man sich irgendwas in Nordfrankreich nicht wünscht, eine einzige Sache, die man sich nie im Leben wünschen würde, ja, das ist ungefähr so schlimm wie die Hölle, noch schlimmer als die Hölle, dann ist es das Wetter, das wir gerade haben. So ein, ich nenne das immer so ein Ostgleis, so kein Wind, so eine Gleissonne, du kannst eigentlich nicht gucken, außer mit Brille ist übrigens ein gutes Stichwort, und es ist halt einfach brütend heiß, geilstes Urlaubswetter, so Family wäre jetzt toll hier, könnten wir richtig was machen, Picknick und so, aber zum Angeln an solchen Gewässern, das ist der ultimative Totentanz. Wahnsinn. Und ausgerechnet solche Bedingungen haben wir genau jetzt. Jetzt müssen wir wirklich kämpfen und das Beste draus machen. Wir haben den ganzen Tag auf heißen Kohlen gesessen. Ja, ich weiß, wir sind ja gerade erst hier. Es hat ja auch was gebissen, bla bla. Aber wir kennen das Gewässer so ein bisschen. Wir wissen, was hier möglich ist. Und das können wir hier gerade absolut nicht ausschöpfen. Und wir haben den ganzen Tag auf heißen Kohlen gesessen. Die Idee war, dass wir uns aufteilen, dass ich ins Flache move, sodass ich halt einen anderen Seekörper beangeln kann. Und wir halt mal schauen können, ob sich mehr fressende Fische im flachen Wasser aufhalten. Hier werden sich auch viele aufhalten, aber die haben die Mäuler zu. Naja, aus der Idee wurde nichts, denn als ich dann mal so schaute, wohin es denn so gehen könnte, haben gegenüber in der Nachtangerzone nochmal zwei aufgebaut. Ich sag mal, so klassische Holländer nenne ich die immer. Woran erkennt man die? An zu kurzen Hosen, zu engen Tarn-T-Shirts. Sind in der Regel Holländer.
Egal. Auf jeden Fall in der anderen Nachtangelzone, da wo Andi vorher gesessen hatte, da haben jetzt auch welche aufgetackelt. Angeln sehr kurz im sehr, sehr flachen Wasser. Könnte sehr clever sein. Wir wissen es nicht. Aber egal, wir können es nicht ändern. Wir bleiben jetzt erstmal hier am Start, ziehen das heute bis in den späten Abend durch und morgen nochmal ganz zeitig. Und wenn dann bis zum Vormittag nichts geht, können wir immer noch darauf reagieren. Andi war einkaufen. Wir haben Bier. Wir haben es gemütlich. Und wir haben geiles Essen. Also, so schlecht ist es jetzt auch wieder nicht, oder? Nee, wir sind in Frankreich. Im schönen See. Also, was soll passieren? Ja, du musst jetzt nicht die ganze Story nochmal erzählen. Nee. Nee, oder? Also jetzt bin ich gar. Was für eine absolute Vollverarsche. Wie krass. Das muss ein fetter Schnurrschimmel gewesen sein. Da war gar kein Fisch dran. Das ist so frustrierend hier gerade, ganz ehrlich. Ich könnte hier reinkotzen. Zum Kotzen gerade. Ja, so ist das manchmal. Naja, zumindest habe ich alles dabei, um die Route neu zu legen. Ich habe immer beköderte Ersatzrigs im Boot. Andi ist übrigens gerade mit der Drohne über mir. Falls ihr euch wundert, was da so rauscht. Ja, die Route werde ich jetzt direkt wieder ablegen. Aber das ist ja wohl echt eine Vollverarsche gewesen. Ey. Davon muss ich mich jetzt erstmal erholen, Mann. Oh. Das war halt einfach kein Biss. Die Route lag exakt genau da, wo sie vorher auch lag. Alles war korrekt. Das war ein scheiß Schnurrschwimmer von einem Hecht oder so. Da muss irgendwas vorne reingeballert sein. Ja, ohne Witz. Ich war zu übervorsichtig. Hat die Montage nicht richtig lösen. Also ich habe halt Druck gemacht und gefühlt, fühlte sich an, als wäre was. Die war halt einfach festgesaugt. Ne? Das ist das, wenn halt nichts geht und dann willst du ihn auf keinen Fall verspielen. Ja, klar. Boah. Ja, ich habe es eben schon mal gesagt. Ich könnte reinkotzen gerade da. Ich gehe jetzt mal eben da rein, kurz einen Moment. Ja, genau. Für ein geiler Fisch, ein richtiger Fladen, ey. Ja, es ist doch so krass, ne? Wir haben den ganzen Tag gehofft und es ist einfach nichts passiert. Und dann auf den allerletzten Drücker, wenn es schon fast nicht mehr legal ist, läuft noch einer raus. Gibt's doch gar nicht. Den haben wir jetzt kurz in das Ling gepackt, um unten alles klar Schiff zu machen. Ja, und das ist halt einfach mal ein 20 Kilo Fisch, ne? Ja, wenn was gehen kann, kann auch was Dickes gehen. Und dann, ach krass, ey. Wirklich der Hammer. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin überglücklich damit. Wahnsinn, Mann. Es reicht dann halt echt nur ein Fisch, ne? Und dann hängt so einer dran. Richtig, richtig geil. Und was das hier auch für Pferdeköpfe sind, immer mit diesen unglaublichen Mäulern. Wahnsinn. Ja, heftig. Guten Morgen. Ja, wir waren wieder in aller Herrgottsfrühe wach. Haben die Routen alle klar gemacht. Was echt der. Voll der Krampf war im Nebel, muss ich ehrlich zugeben. Das ist schon krass, was für eine dicke Nebelsuppe das teilweise wird. Jetzt geht's ja schon wieder. Man sieht, dass da draußen ein See ist. Das haben wir heute Morgen gar nicht so richtig wahrgenommen.
Wir haben uns dann nochmal abgelegt. Und es ging einfach mal wieder gar nichts. Also es kristallisiert sich hier im Moment echt raus, dass diese, ja, die, ich sag mal, der frühe Abend, sobald es dunkel wird, sehr, sehr interessant ist. Und das ist natürlich total ätzend, ne? Also wir werden sehr wahrscheinlich heute packen und ja, ich werde wahrscheinlich noch woanders hinziehen. Mal gucken, ob Andi sich noch anschließt. Der hat jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ich kann auf jeden Fall noch 2 Nächte mindestens machen. Und dann werden wir mal schauen, wo wir landen, wo wir auch definitiv anständig durchangeln können. Weil das ist frustrierend, wenn du weißt, dass du wahrscheinlich in der frühen Nacht was reißen kannst und ja, das eben einfach nicht ausspielen kannst. Aber egal, also ich will mich auch nicht beschweren. Ich habe einen richtig schönen Fisch gefangen, da bin ich sehr happy mit. Der war zwar hart erarbeitet, aber umso wertvoller ist er dann auch. Und Andi war ja auch schon früher hier. Der hat zuerst ja hinten im Flachen in der Nachtangelzone gesessen und hat da einen super geilen Schuppi gefangen. Also insofern alles cool. Ja. Aber ich glaube, ich brauche dringend einen Kaffee. Ich habe gehört, das hilft gegen Falten. Wollen wir mal sehen. Ich esse es einfach so mit dem Löffel so hier raus. Schmeckt lecker. Klebt gut in den Zähnen. Hast auch später noch was davon. Ein bisschen Koffein, weißt du? Hast du gerade Kokain gesagt? Koffein. Ach so. Jo, wir sind hier gerade schön Kaffee am Trinken. Fängt doch gerade an zu kochen, das Wasser. Kommen hier zwei so super nette ältere Kollegen, Franzosen, und wollen hier ihr Boot slippen. Ja, das ist ja auch absolut legitim. Wir angeln ja schließlich auf einer Bootsslippe. Also hier läuft ja tatsächlich genau der Bereich auch rein. Ne? Ist ja gut zu erkennen. Da kommt der Kollege gerade, der musste nämlich eine Route einholen jetzt blöderweise, weil die Jungs wollen die Mauer abangeln, weil da sind die Raubfische. Nicht wahr? Brochet. Sie wollen ein Brochet. Genau. Coole Dudes. Die haben ein Boot dabei. Ist der Wahnsinn, ey. Ungefähr das älteste. Alter. Oh, krass. Und auch kein Wind kommen, ey. Der Trailer, den die dabei haben, das ist so eine Metallschiene. Das ist echt skurril. Österreich haben sie mit sowas früher Milch gefahren, Alter. Ja. Aber mega nett, die Dudes. Ja, muss man schon sagen. Voll entspannt. Denen drückt man doch die Daumen, dass sie was fangen. Machst du das auch durch? Jetzt gibt's Porridge. Sehr gut. Naja. Mach mal ein Käffchen. So schaut's. Schön ist es hier, ja. Schön und beschaulich und immer angenehm, solche Kontakte. Finde ich gut. Und ich finde dann auch wichtig, dass man da auch entsprechend reagiert und jetzt hier nicht rumkrakeelt und schreit, man wäre zuerst da. Wir haben ja schließlich auf der Bootsklippe aufgebaut. Dann müssen wir auch damit leben, wenn da einer sein Boot zu Wasser lassen will, ne? So, wir haben zum Entschieden. Pack ein. Yes!